Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ja, für mich ist schon wieder eine Woche her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Oh. Und das hier ist voll. Und ich muss mal rausfinden, was ich denn überhaupt das letzte gemacht habe. Beziehungsweise machen wollte. Ne, Steine können ja nicht. Okay. Steine. 6000, 8000 Sand. Stimmt, ich erinnere mich, dass ich gegraben hatte. Ziemlich viel. Ja doch, 18.000 Sand. Dann brauchen wir... Stimmt, das reicht schon. Ich sollte vielleicht ein bisschen was in die Kisten räumen. So. Wo habe ich denn Iron? Ist das hier drin? Hm. Machen wir es einfach rein. Oder habe ich das hier drin? Ach, hier habe ich das drin. Tja, für mich ist schon wieder eine Woche so viel passiert. Dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich jetzt hier gewesen bin. So. Gucken, wie viel wir jetzt hier einen Auftrag geben können. 17.000. Wow. Das hat ja... Ist ja genau aufgegangen. Cool. Wir haben ja noch viel mehr. Ich brauche wahrscheinlich dafür mal eine extra Kiste. So, wir hatten doch hier eine leere Kiste. Genau, da werden wir das jetzt alles mal rein. So, hier hat man Stein und Sand. Bestimmt die Schmieden wieder auffüllen. Ach, hier ist ja noch mehr Zement. Okay. So, das einzige Problem, was ich sehe, dass es nun schon fast wieder Hurtennacht ist. So. Und mittlerweile sind noch viele Kommentare zu den Videos eingetroffen und ich muss mal sehen, dass ich die demnächst ein bisschen berücksichtige. Ein Vorschlag war halt, die Videos etwas kürzer zu halten. Weil meistens werden die sowieso länger, als ich das vorhatte. Muss ich mir wirklich mal hier eine Uhr hinhängen. Und dann mache ich vielleicht lieber kürzere Folgen. Was natürlich auch Sinn macht, da muss man nicht so lange vorm Rechner hängen. Oder vom Smartphone oder vom Fernseher und kann sich wieder anderen Dingen widmen. So, hatten wir jetzt... Hier haben wir noch was. Hier ist auch nichts mehr drin. So, das hat man voll gemacht.
30.000. Uiuiui. Kann man das nochmal holen? So, jetzt hat man draußen. So. Okay, Klee ist genügend drin. Mentor mal raus hier. Ja, genauso wird wahrscheinlich auch voll sein. Ja. So. Und hier holen wir es auch raus. So, hat mir was. Ah ja, hier hat man den Dünger in Auftrag gegeben. Okay. Dünger, Dünger, Dünger. Hm. Ach, tun wir jetzt erstmal. Ach, wir haben ja schon Dünger. Passt hier rein. Perfekt. So. Dann nehmen wir doch mal alles Stahl, lassen wir mal hier. Kennensäge brauchen wir nicht. Das nehmen wir mal mit. Eine Schaufel, die habe ich hier. Okay, auf jeden Fall brauchen wir ein paar von denen hier zum Reparieren. So, wir haben das. Wir müssen Sicherheitsabbruch mit. Da nehmen wir was mit. So. Jetzt gucken, habe ich noch Skillpunkte übrig. Jede Menge Skillpunkte. Stimmt, dann muss die letzte Folge was eine Grab-Episode gewesen sein. Kaufen wir das jetzt mal. Beziehungsweise wir skillen das, wir kaufen uns den Skill. Tools Missing. Ach, ist schon Clear Level 100. Oh, da fehlen noch 3 Level. Da fehlen noch 3 Level, die kann ich mir nicht kaufen. Kaufen, das ist eigentlich das falsche Wort. Skillen. Armor's missing. Armor. Weapons missing. Das reicht Sinn. So. Jetzt sollte ich wohl erstmal in die Oberfläche gehen. Und mir mal angucken, was ich jetzt mache. Der in die Zeit drängelt. Oh, da hörst du schon die ersten Zombies. Ach, das nervt hier. Hallo? Ach, da! Sie wünschen. Ich helfe dir da gerne runter. Warte mal. Siehst du? Geht doch. So. Wie kriege ich die Zombies jetzt dazu, dass sie die folgende Nacht hier runterfallen? Ich würde sagen, ich brauche hier einfach mal sowas wie ein... Naja, Trichter wird nicht viel bringen. Na. Falle ich noch höchstens selber rein. Ein bisschen graben muss ich schon. Also das ist die einzige Idee, die ich jetzt habe. Die Basis ist halt noch nicht so weit. Also die Verteidigung steht noch nicht.
Das ist halt jetzt schwierig. Ich müsste halt die Ecken mal komplett hochkramen. Das Problem ist nur, sobald die Zombies auf irgendeine Barriere treffen, dann fangen die an zu graben. Habe ich echt ein Problem. Ich könnte zumindest... mir die Fläche ein bisschen zumachen. Kommt jetzt keine Wander, oder? So, wo haben wir denn die Frames? Da. Viel wird das noch nie bringen. Wir gehen nur gerade so die Ideen aus. Die Blöcke muss ich dann später definitiv wieder wegreißen. So. Okay. Baue das vielleicht einfach zu. Weil das eigentlich... Was ist, wenn ich hier einfach... Ich will jetzt eigentlich hier alles zubauen. Die Zombies sollen ja gefälligst in mein Loch fallen. Da kommt schon mal eine dicke Tante. Bringt sie mir auf den Kopf und ich erschrecke wieder zu Tode. Ja. Hallo? Frau Zombie, kommen Sie doch mal mit. Machen Sie gut so?
Die laufen drumrum. Du sollst da runterspringen. Das ist blöd. Das Ding steht hier nur noch nicht mehr lange. Blödsinn, die Zombies schon. Hallo. Noch jemand? Gut, da kommt niemand mehr. Mann, Mann, Mann. Tja, wenn ich jetzt hier einen Graben ringsrum ziehe, dann gehen die wahrscheinlich nach unten und dann fangen sie sich an zu durchzugraben zu meinem Zugang. Tja, und dann... baue ich den halt einfach zu. Das ist blöd, das gefällt mir nicht. Überhaupt nicht. Ich schaff das aber nicht mehr jetzt den ganzen Rest auszuheben. Gehen wir erstmal ein bisschen den Karten ernten. Viel Kaffee, aber schnell, den brauche ich gar nicht mehr. Schön, die nächste Tante. Ja, nee. Oder ich stelle hier einfach oben eine Blättrappe oben drauf. Na gut, das ist auch Schwachsinn. Ich glaube, ich sollte hier einfach mal noch den Weg nach unten ein bisschen absichern, ein bisschen weiter. Und dann muss ich mich halt auf die nächste Runde Nacht freuen. Okay. Das geht noch nie. Ich will doch gar nicht die Leiter kaputt machen. So. Das muss weg. Ein bisschen zu weit. Da. Kann ich ja gar nicht runterfallen. So, dann können wir das schon mal setzen. Zombies überall hinkommen. So. Ich hoffe, dass das Ganze noch trocken wird.
Nein. Das ist... Ich will das wegschaufeln, okay. So, das noch. Ah, schön. Eisen. Ich glaube, daran habe ich eigentlich genug gerade. So, hat das schon Stein. Cool, noch mehr Eisen. Falsches Werkzeug. So, haben wir es jetzt? Ja, sieht ganz gut aus. Was? So schnell ist der Beton weg. Wow. Ich hätte jetzt gedacht, die 1000 reichen ein bisschen länger. Na gut, okay, ich habe oben die ganze Fläche gemacht. Okay, das hatte ich jetzt vergessen. So, das können wir alles hier reinlegen. Essen. Oh ja, wir sollten was essen. Und was trinken, haben wir gar keinen. Doch, hier haben wir noch einen roten Tee. So. Gläser können wir hier lassen. Braucht einen Beton in falsche Richtung. Ja, Beton, Beton, Beton. Sehr fies, sieht ja alles gleich aus fast. Geht's hoch. Ich habe auch gestern endlich mein Kanal-Intro fertig bekommen. Ja, wenn ihr die Folge seht, dann wird das wahrscheinlich schon ein paar Wochen online sein. Aber hat mir Spaß gemacht, das alles zusammenzuschneiden. Und ich habe noch so viele Videos mehr. Muss ich mal sehen, wie ich das alles über die nächsten Wochen bis Monate alles mal online bekomme. So. Jetzt haben wir hier 42. 34. Ja, okay, das... Puh, ich hoffe, dass das reicht. So. Ach, das war natürlich jetzt nicht so... Na doch, man kommt hier raus. Und ich denke, ich werde jetzt einfach nochmal eine Grab-Episode machen. Und hier einfach nochmal ein paar Felder runtergraben. Ja. Und haben, dass mir kein Zombie auf den Kopf fällt. Wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Also danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann zur Hordennacht. Oder wenn ihr wollt, zum Graben. Macht's gut.